Heute geht es auf Hasel. An der Stelle läuft es wieder mal ganz gut und zwar nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht auf Muschel. Also raus hier mit dem Hasel. Er läuft gerade ganz gut. Dream Only hatte hier auch gerade schon eine Trophy gefangen. Allerdings auf einen etwas anderen Köder, auf die Eintagsfliegenlarve. Und da muss ich sagen, die läuft bei mir gar nicht. Wir können gleich mal in den Kescher reinschauen. Da sehen wir, was so die letzte, ja, ich sag mal eine halbe Stunde oder knappe halbe Stunde habe ich hier schon probiert. Dann kam jetzt gerade die Nacht. Auch die Nacht super interessant, wenn man einfach auf Muschel aus ist und auf Goldköder sozusagen, dann ist das echt nicht verkehrt. Ich habe jetzt hier gerade einige Köder schon ausprobiert. Der effektivste Köder für mich tatsächlich bisher der Caster. Mit dem Caster geht das wirklich ganz gut. Danach vielleicht eben, vielleicht eher so ins Madige oder sowas. Also das hat ganz gut funktioniert. Eintagsfliege war bei mir zu random. Wir gucken gleich einfach mal in den Kescher rein. Ein bisschen lassen wir das hier nochmal runtertreiben. Dann baue ich auch nochmal ein bisschen mein Setup um. Ich hatte gerade auch schon eine andere Pose, die man ein bisschen besser sehen kann. Hier ist so viel Gegenlicht. Das Ding sieht man auch ein bisschen schlecht. Und ich ziehe immer, beziehungsweise werfe immer bis hier hin. Also hier so, wo diese beiden Bäume als Schatten sind. Entweder da so direkt hin, also grob in diesem Bereich und dann treiben lassen. 35 cm Tiefe ist eben auch ganz klassisch fürs Angeln auf Hasel, funktioniert immer wieder ganz gut. Und dann, wie gesagt, einfach immer wieder raus und zack, so treiben lassen. Und wenn das dann irgendwann da hinten in dem nächsten Schatten gelandet ist, dann reicht es auch schon wieder. Also so ganz weit, so zack, einfach hier so in den Bereich rein. Und locker durchziehen lassen. Ich bin hier am Windenbach direkt hinter dem Café auf diesem kleinen Anleger hier. Und da läuft das ganz gut. Vorher habe ich getestet, da vorne rechts. Wir gehen am besten gleich mal hin. Da hatte, wie gesagt, Dream Only seine Trophy gefangen. Aber da lief es bei mir wirklich nicht so gut. Ansonsten ist halt diese gesamte Area immer wieder testenswert. Also kann man immer wieder ganz gut probieren. Also, das hier wäre sonst die Stelle. Hier muss man natürlich dann auch gucken, wo man hinwirft. So in diesem Bereich. Und auch hier dann eben ganz normal testen. Wie gesagt, auf Eintagsfliegenlarve war es hier bei mir nicht wirklich so effektiv, weil da eben auch Barsche reingegangen sind und ähnliches, ne? Und wenn man eben gezielt auf einen Hasel gehen will, weil sich das ja auch lohnt, also gerade Hasel, einmal XP-mäßig, einmal silbermäßig, lohnt sich absolut. Sollte man also, gerade wenn man irgendwie mit dem Posenangeln ein bisschen vorwärts kommen will, wenn man aber auch ein bisschen Kohle machen will einfach im Game, sollte man immer mal wieder auch auf den Hasel oder auf Laube gehen, denn das ballert halt schon ganz gut rein und pusht natürlich auch gerade im Low- und Mid-Level-Bereich. Wenn man da, ja, oder anstatt eben zum Beispiel an einer alten Festung zu stehen und da irgendwie auf Aal zu suchen und zu hoffen, dann stellt man sich vielleicht besser hier hin und macht hier noch ein bisschen Kohle. Also hier unten sieht man es ein bisschen durcheinander, viele Rotaugen mit dabei gewesen, Barsch eben auch mit dabei hier mit Eintagsfliegenlarve. Also das war jetzt noch nicht so der Burner, dann hatte ich ein bisschen rumprobiert, verschiedene andere Köder. Hier dann auch mit der Kombination Caster und Made. Dann gehen da auch manchmal eben die Lauben drauf. Oder auch hier, ne, Caster und Made, dann auch mal einen Döbel. Und dann ging es aber auch hier irgendwann los mit Hasel und Hasel. Das war jetzt die andere Stelle von dem kleinen Anleger, Caster und Made. Und bis hin eben zu Caster und Fliege, auch eben nochmal als Kombination, hier mit 234, also das läuft dann eben ganz gut, das war dann aber auch schon in den Abendstunden, ab 22 Uhr circa war dann Sense, da war es dunkel und kein Hasel mehr. Und dann ging es aber mit den Grundruten an der Stelle hier, auf ungefähr 10 Meter geklippt, ging das dann richtig gut los, ich werfe mal jetzt ein bisschen weiter, richtig gut los mit Muscheln. Und die waren alle auf Köcherfliegenlarve. Also hier rausgeballert,
in der Nacht 3 Grundrouten auf Muschel. Zap, 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 zap. Mal eben hier gerade die Aufnahme gestartet und so, dass ich jetzt hier in den Morgenstunden auch hoppala, sofort reingehen kann. Und ja, so ging das dann halt ganz gut los. Und bisher muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden. Das passt bisher von der Frequenz und auch von dem, was gefangen wird. Setup ist halt so zusammengebaut, ne? Wer nicht so Bock hat aufs Stippen, weil das Stippen so schwierig ist, weil das mit dem Anschlagen so tricky ist und so weiter und so weiter, ein bisschen durchquälen bis zum Bolloangeln, also bis man die Bolognese-Route frei hat und dann auf die günstigste Bollo gehen. Also die erste Bollo-Route mit 3,8 Kilo Tragfähigkeit, nur eine Länge von 4 Metern und mit der Express Fishing Spark 3000er Rolle. Das heißt, wir haben hier eine schöne 3000er Rolle mit 3,2 Kilo Bremse. Wir haben hier 3,8 Kilo Tragfähigkeit. Dann kommt hier eine sehr gute Schnur drauf. Das ist eine hochwertige Schnur, die kostet auch dementsprechend. Mit 3,7 Kilo. Das ist eine Invisible Mono Schnur. Wir gehen nochmal im Detail rein. Invisible Mono, die halt super transparent ist. Schnüre sind hochtransparent und können auch für das Angeln auf sehr misstrauische Fische eingesetzt werden. Also das Teil nutzen wir eben komplett ohne Vorfach. Und dann haben wir hier einen 16er Haken Caster und jetzt hier die mit der Fliege in Kombination, ganz klassisch. Fliege und Zuckmücke ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, auch ein absoluter Klassiker. Kann man natürlich auch immer ganz gut verwenden. Ja, und dann gib ihm hier, ne? Einfach einen nach dem anderen rausziehen und gucken, was denn hier so geht. Vielleicht auch ein bisschen mit den Tiefen variieren. Für mich ist Hase halt immer ganz gut und klassisch auf diesen 35 cm. Und dann einfach hier so ein Stückchen treiben lassen. Und wenn dann da nichts geht, eben auch wieder ja, ein bisschen an Tiefe, also wie weit wirft man raus, wieder variieren. Ne? Das war jetzt ein bisschen weiter geworfen. Jetzt gehen wir wieder hier vorne hin, genau bis da. Und dann läuft das hier quasi so an der Kante, jetzt hier genau da reingeworfen und läuft jetzt hier so an dieser Kante entlang von dem Schatten. Dann ist das doch perfekt. Auf der Höhe hat es halt gerade ganz gut funktioniert. Ja, und da muss man eben testen und gucken, wie das läuft. Es kann natürlich auch sein, dass das je nach Wetter wieder ganz unterschiedlich ist. Und dass man dann dementsprechend entweder andere Tiefen testet oder andere Köder auch wieder testet. Angeln ist halt testen und probieren. Und die Vorlieben der Fische variieren natürlich. Heißt also, wenn du das jetzt vielleicht ein paar Tage später erst siehst, das Video, können sich die Vorlieben der Fische natürlich wieder geändert haben, aber natürlich auch der gesamte Spot kann sich geändert haben. Also von daher immer ein bisschen probieren. Wir schauen gleich nochmal eben kurz in den Kescher rein, was das denn so kohlemäßig bringt. Ziehen wir vielleicht nochmal einen raus hier. Und dann gucken wir mal, inwieweit sich das lohnt. Man kann natürlich auch hier nebenbei noch mit den Grundrouten stehen. Ist mir allerdings immer ein bisschen zu stressig. Denn das Gebimmel, also die Grundrouten bimmeln ja ständig. Da ist halt immer irgendwie was dran. Ist richtig effektiv kann man hier natürlich auch am Windenbach einfach nur mit Grund stehen. Heißt also dreimal das Feederset Start zum Beispiel. Schaut euch dazu einfach die Tutorial-Serie an, 2022, 2023. Da wird Stück für Stück gezeigt, wie man am effektivsten hier im Game startet. Und wir gucken jetzt nochmal eben rein, wie das denn von der Kohle ist. Denn die Fische wurden ja alle auch noch ein wenig gebufft. So, also wir sortieren mal eben nach Price. Und hier sehen wir schon, das ist natürlich schon richtig schmackhaft. 12 Silber für so einen großen, aber das ist auch kurz vor Trophy. Also mit 250 Trophy, das ist natürlich schon wirklich gut. Aber auch die hier im 100 Gramm Bereich, 6, 7 Silber, das ist schon richtig gut. 5 Silber, auch das ist top. Also gerade in dem Levelbereich jetzt hier in der Zeit, in der knappen Stunde jetzt hier die 100 Silber gemacht. Da geht noch ein bisschen mehr. Ich sag mal hier unten die Testphase,
die hätte ich mir so ein bisschen sparen können oder die kannst du dir jetzt sparen. Das heißt also, die Testphase habe ich jetzt für dich übernommen. Direkt rein hier mit Caster und wenn du schon kannst, mit Caster und Fliege. Und dann lübt das Ganze. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream, entweder auf YouTube oder auf Twitch, immer um 19 Uhr. Petri.